Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde City Skylines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wenn es euch gefällt, wie immer, lasst mir gerne ein Abo da oder einen Kommentar unten mit Anregungen und Kritik auch gerne. Und wenn ihr neu seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, damit ihr nichts mehr verpasst und vor allen Dingen, damit ihr diesen Kanal und mich unterstützt. Ja, ihr habt es gesehen, beim letzten Mal haben wir uns dann ein bisschen daran gemacht, die Skyline von unserer Stadt zu verändern. Wir haben um unsere Parkgrenze die ersten IT-Cluster gezogen und wir werden heute damit weitermachen und mal gucken, was noch alles heute hier so geht. Ich würde sagen, wir legen los und dann gucken wir mal, was so kommt. Wir machen noch mal einen kurzen Stopp. Ihr seht das hier. Ich würde ganz gerne noch ein, zwei Sachen erstmal abreißen, bevor hier alles hochgezogen wird. Denn wir werden als allererstes zwischen diese ganzen normalen IT-Gebäude werden wir jetzt hier vereinzelt auch mal Gewerbegebiete mit reinsetzen. Und dann gucken wir mal, wie sich diese Stadt hier so entwickelt. Ich bin natürlich hier echt gespannt, was das angeht, weil es ist auch mein erstes Mal hier mit so einem Mischmasch, mit einem Baumischmasch. Auch hier werden wir gleich noch dann Wohngebäude mit dazwischen setzen. So dass quasi von allem etwas mit dabei ist. Und dann werden wir im Anschluss mal gucken, was wir hier noch so dran bauen können. Ich habe überlegt, ob wir hier vielleicht schon mal die Bahn dann danach noch mit in Angriff nehmen oder vielleicht noch ein, zwei Parks. Oder wir gucken einfach mal. Ja, da sollen ja keine Grenzen gesetzt sein. Aber jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Das reißen wir hier noch ab. So, jetzt sind wir hier einmal rum. Jetzt sollen wir hier natürlich noch ein paar andere Sachen mit hinbasteln, ein paar Häuschen. Die werden wir hier noch schön in die freien Lücken mit reinsetzen. Ja, nach hinten raus müssen wir dann mal gucken, was wir in die zweite Reihe basteln. Ob wir in die zweite Reihe denn nur Wohngebäude oder ähnliches bauen. Da müssen wir dann mal gucken. Da schauen wir mal. So, das heißt, wir haben hier teilweise auch noch Platz für Wege und Co. Und das Schöne ist, es wird halt auch eine unregelmäßige Skyline. Zumindest was die Skyline um den unseren Central Park, ja, was das angeht.
Wir werden hier mal auch noch kurz IT mit hin basteln. So. War hier auch fast fertig. Und dann noch das Stückchen hier. Dann müssten wir auch eigentlich einmal rum sein. Jo, da würde ich vorschlagen, wir lassen jetzt einfach mal laufen. Und jo, gucken mal, was dann so passiert. Was wir auf jeden Fall auch schon mal machen können, ist hier vielleicht noch den einen oder anderen Weg rüberlegen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, gleich zwei Wege. Nee, einer reicht. Hier reicht einer. Einfach nur, dass wir hier auch erstmal eine Verbindung haben. Wir brauchen hier natürlich noch Wege zur und von der Haltestelle. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo die ist hier vorne. Also bauen wir hier einen Weg rein. Und hier auch. Zack. Und ihr seht's, die ersten Gebäude ziehen sich hoch. Interessante Geschichte und vor allen Dingen, wir müssen natürlich noch gucken. Wir wollen hier natürlich auch, gerade wenn es hier das Zentrum ist, ne, hier sollen natürlich auch irgendwann vernünftige Gebäude hin, die dann vielleicht hier so mit drin stehen oder so. Da müssen wir mal gucken, was dann so geht, welches Gebäude wir nehmen. Was auf jeden Fall noch möglich sein sollte, ist, dass wir hier hinten noch einen Busbahnhof bauen, gegenüber von, ja, von unseren. Gegenüber von unserem Hauptbahnhof, da müssen wir dann mal gucken, ob wir hier das direkt an die Straße basteln oder ob wir dann einen extra Kreislauf mit dazu bauen. Das würde ich aber sagen, machen wir dann. Und hier überlege ich die ganze Zeit, ob wir diese Schiene, ob wir die halt einfach so natürlich laufen lassen oder ob wir die so ein bisschen, ja, ihr wisst, ein bisschen abgesunken machen, ne? Gerade wenn sich hier vielleicht später noch die Stadt weiterzieht. Das wäre noch eine Maßnahme. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier erstmal noch kurz die eine Schiene weiterziehen. Die Eisenbahnschiene. So, und dann gucken wir mal, was hier dann später mit der Bahn noch so alles geht. So, als nächstes werden wir hier auf jeden Fall erstmal den Park basteln. Also nicht den Park als solches, sondern wir werden jetzt erstmal die Grenzen für den Park festlegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Zack. Einmal rum und dann malen wir das ganze Ding einmal aus. Dann haben wir da, glaube ich, schon eine gute Grundlage. Das kann man hier auch schon mal. Mensch, das ist doch schon mal was. Eintritt für den Park, wenn überhaupt Dreier. Mal gucken, ob wir den später noch umbenennen. Verkehrsrouten, Parkgebietsübersicht, Parkrichtlinien, das machen wir dann alles später. Wir haben erstmal unseren Stadtpark gesetzt. Und dann können wir erstmal gucken, wie es hier hinten weitergeht. Vielleicht auch gerade hier im Bereich mit der U-Bahn müssen wir mal gucken, dass wir hier noch einen Wake bauen. Der dann quasi von hier direkt einmal rüberführt. Überlege ich gerade, von wo wir den laufen lassen. Wir lassen ihn hier lang laufen. Allerdings mit der Prämisse, dass der hier runtergeht. So. Das ist jetzt die Idee. Die Leute laufen hier auch schon rüber. Das Schwimmbad. Müssen wir mal gucken, dass wir dann hier noch ein paar Sachen mit ranbauen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wohngebäude. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie hier die aktuelle Lage ist von irgendwas. Hier ist natürlich nichts. Wir haben hier vorne. Okay, das ist alles Wohngebiet. Ist doch, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, wenn wir das hier mit Wohngebiet weiterfüllen. Und dann lassen wir hier hinten noch mal einen Weg lang laufen. Können wir mal gucken, dass wir das gleich machen.
Okay. Mal gucken, was wir das letzte Stück hier versuchen, noch ein bisschen schicker zu machen. Gut. Komm hier eigentlich rüber. Das ist natürlich klar, da ist direkt das Schwimmbad im Weg. Aber ist egal, wir machen es anders. Das war jetzt nicht unbedingt das Schönste. So. Geht's hier drüben noch mal weiter? Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Wege, die dann hier zwischen den Häusern noch lang führen. Soll ja auch vernünftig sein, ne? Ist da ja. So. Die Häuser ziehen sich hoch. Und wir können mal gucken. Wie wir was wo bauen. Ich glaube, hier lassen wir das auch offen. Wir könnten ja hier vielleicht noch so ein kleines Gewerbegebiet hinbasteln. So. Hier noch mal ein paar Bürogebäude. Jetzt ist halt wichtig, dass wir den Strom auch rüberbringen. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier. Wir spulen mal kurz ein bisschen vor, auch wegen Geld und Co. Also ich sag mal, im Großen und Ganzen baut sich hier schon tatsächlich durch die Industriegebäude so eine kleine Skyline auf. Müssen wir mal gucken, ob das nachher so passt.
wirklich mir das vorstelle oder ob wir vielleicht doch noch ein paar mehr IT-Cluster brauchen, damit es ein bisschen höher und größer aussieht. So, mal kurz gucken, wie sich der Strom entwickelt. Aha, hier ist also die U-Bahn. Hier müssen wir mal gucken, ob wir das Stückchen U-Bahn, was hier unten lang läuft, vielleicht nochmal einen Ticken tiefer legen, dass das hier verschwindet. Hier noch irgendwo. Müssen wir jetzt erstmal so machen. Wie gesagt, wir kümmern uns mal noch kurz um die U-Bahn. Das wird das Stückchen hier. Das müssen wir einen Ticken tiefer bauen. So sieht das dann doch schon besser aus. So, Police. Haben wir hier mit dran? Da hinten müssen wir dann natürlich noch einen reinbauen. Klar, jetzt sieht hier erstmal alles aus. Das ist mir auch ganz bewusst, weil hier der Strom fehlt. Könnten uns tatsächlich überlegen, das Stückchen hier noch ein bisschen weiter auszubauen mit. So, ich habe jetzt hier nochmal Gewerbe draus gemacht. Damit wandert der Strom ja immer weiter. Soll ja auch schön aussehen, ne? Sehr schön. So, und ich kann euch ja mal zeigen, was ich meine. Wir machen das ganz einfach mal. Wir reißen mal kurz das Stückchen Bahnschiene hier weg. Ihr könnt mir dann einfach mal sagen, im Nachhinein, ob ihr das cool findet oder nicht. Oder ob wir das anders machen sollen. So.
Alles viel zu groß. So, zu viel Erde. So, mal kurz gucken, dass wir das hier auch mal irgendwo mit hinschütten. Wir schütten ja auch wieder Erde auf, also alles halb so wild. Jetzt haben wir hier erstmal eine Strecke gezogen, das was ungefähr der Bahnstrecke entsprechen sollte. Meteorologists have issued a severe tornado warning Nein. for the area. Residents should seek shelter Ah! Und immediately wir haben noch within nichts, wir haben. Scheiße, wir haben. Oh. Wir haben noch keine Bunker gebaut. Und wir haben noch keine Warnung gebaut. Also wir können. Wir haben noch keinen Wetterradar. Verdammt. A Da kommt tornado er. has touched down in the area. Vielleicht haben wir ja Glück Seek und shelter er. immediately if any is available. Vielleicht haben wir Glück und er trifft nicht das, was er treffen könnte. Also er bewegt sich auf jeden Fall auf die Stadt zu, aber vielleicht löst er sich ja vorher auf. Vielleicht dreht er ab oder so, vielleicht haben wir auch Glück und dann müssen wir demnächst mal hier ein bisschen Katastrophenschutz bauen. Dann werden wir das in der nächsten Folge machen, wenn wir uns mal ein bisschen um Katastrophenschutz kümmern. Er trifft das Stromnetz. Oder dreht er ab? Ah doch, Strom trifft er. Auch die eine oder andere Straße wird getroffen. Ist ja nochmal schön reingedreht, ey. Der Arsch. Das ist aber auch langsam gut. Er geht doch einmal komplett durch, ey. Wie Legosteine und alles geht zu Bruch. Eine Schneise der Verwüstung, das gibt's ja nicht. Ich hätte echt gehofft, dass der sich vorher auflöst, ne? Oh Mann, ey. Ja, schön. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön.
So. Also so ähnlich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant, dass so, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, sollten wir eine Ebene haben, auf der es läuft. Ich weiß, die Schiene ist jetzt eigentlich das Geringste, was wir brauchen. So, wir machen erstmal bis hier. Haben wir das hier natürlich alles abgesetzt und jetzt passen wir das dann hier demnächst noch an. Wir müssen jetzt halt nur erstmal gucken, dass wir dass das hier alles wieder aufgebaut wird. Natürlich, der dreht auch noch komplett in die Stadt rein. Ach ja. So, das heißt, wir werden mal ganz kurz reparieren. Zumindest erstmal die Straßen. Alles weitere dafür. Straßenwege, das ist wichtig. Für alles weitere ist das Katastrophenzentrum, was wir gebaut haben, zuständig. Wir es denn wieder hingebaut haben. Ich weiß gar nicht, haben wir das nochmal hingebaut? Bei meinem Glück natürlich nicht. Wie gesagt, das Wichtigste sind erstmal die Straßen und die Straßenbahn. Alles weitere kommt dann von allein. Und wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Bunkern und Co. beschäftigen. Das wird uns eine Lehre sein, hier nichts gemacht zu haben. So, jetzt werden wir uns noch kurz um die Schienen kümmern. Schienen und auch Wege, glaube ich. Ja. Müssen wir mal gucken, ob hier noch irgendwo eigentlich müsste die Straßenbahn jetzt wieder laufen. So, Wege. Alles, was irgendwie mobil macht. Ah, hier. Hier ist noch die vermisste Straßenbahn.
So, dann müssen wir noch die normale Schiene mit reparieren. Boah, echt, warum kann ich das denn jetzt? Euer Ernst? Naja, lassen wir es erstmal so. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwo was ist, aber es müsste ja eigentlich auch in dem Bereich wieder alles funzen. So, Strom nochmal. Dann sind wir mit der Folge eigentlich auch schon wieder durch. Das hat jetzt leider durch den Tornado alles länger gedauert als gedacht. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß, dass wir mit 37 Minuten ordentlich lang sind. So, Strom ist auf jeden Fall wieder da. Haben wir denn noch dieses Katastrophendings hier irgendwo gebaut? Nein. Natürlich nicht. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Wir gucken mal ganz kurz. Muss ich hier irgendwo noch mit hinpassen. Wenn nicht, geht da halt hier mit ran. Dann ist das jetzt so. Und haben wir hier drüben noch irgendwo Platz? Ich guck mal. Egal, dann bauen wir ihn erstmal hier mit an die Autobahn. Wichtig ist, dass er jetzt erstmal da ist. So. Alles weitere wird dann kommen. Jetzt müssten ja eigentlich dann auch die ersten Hubschrauber losfliegen, glaube ich. Ja. So, Strom kriegt er auch noch. Daran soll es nicht hapern. Vielleicht hapert es doch, wir machen das anders. So. Wenn das hochgezogen ist, müsste der Strom rübergehen und dann ist gut. Oder tatsächlich auch nicht. Ach ja, schön. Dann machen wir das jetzt halt so. So. Sehr, sehr gut. So, alles was rot ist, können wir schon mal reparieren. Gott sei Dank nicht so viel. Gut. Dann war es jetzt erstmal wieder von mir.
wie gesagt, war heute ein bisschen länger, 40 Minuten haben wir jetzt so rum. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt so unerwartet war mit dem Tornado und der alles ein bisschen durcheinander gebracht hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst oder ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Auch gerne Kommentare unten in die Kommentarspalte reinballern. Auch über Kritik bin ich immer wieder dankbar. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr meint, ah, das kannst du mal verbessern, macht die Folgen vielleicht nicht 30 Minuten, weil die letzte waren zu lange, mach sie lieber auf 20 Minuten. Dann schreibt das unten rein. Und dann, ja, gucken wir weiter. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit dem Ausbau der Stadt. Also wir werden uns weiter in Richtung Central Park bewegen und werden dann mit dem nächsten Zukaufen der nächsten Gebiete uns dann auch mal an einer, ja, an einem Sunken Highway oder an einer tiefer gesetzten Schiene versuchen und werden damit versuchen, ein bisschen die Landschaft schöner zu gestalten. Und dann bin ich gespannt, was uns demnächst hier noch erwartet. Ich denke, die Stadt hat bis jetzt schon ganz gute Züge angenommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, war's das. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als geht da steil, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.